Ja, ich stelle euch heute mal den Ladislav vor. Der Ladislav ist 22 Jahre alt. Wir kennen uns schon seit 2009 und haben auch eigentlich zusammen, also ich habe angefangen, das Badminton zu spielen und seitdem bin ich gut mit ihm befreundet und wir spielen seit 2014 zusammen in der Mannschaft hier. Das ist hier der Lukas Rupp. Seit er 15 ist, spielt er in der ersten Mannschaft bei uns und ist jetzt bereits 20 Jahre alt geworden. Das ist die Nina, die ist 34 Jahre alt. Ich kenne die Nina gefühlt schon ewig lange. Die ist unsere Einzelexpertin und meine Doppelpartnerin, spielt seit sie 14 ist in der ersten Mannschaft. Unser Feld ist in der Brandung, was das Einzel angeht, und es macht super viel Spaß, mit ihr das Doppel zu spielen. Das ist die Grissi, die ist 26 Jahre alt, ist meine Doppelpartnerin, seitdem sie 18 ist. Und ich könnte mir es gar nicht ohne sie vorstellen. Was sie als Beste oder als Doppelspielerin ausmacht, ist wirklich, dass sie auf dem Feld präsent ist. Also gerade bei dem Punktspiel bringt sie einfach die ganze Power rein. Badminton vereint aus ganz vielen Sportarten viele Komponenten, zum Beispiel Schnelligkeit, Beweglichkeit und ganz viel Taktik spielt natürlich auch eine Rolle. Und einfach da Badminton so vielseitig ist, ist Badminton für mich der tollste Sport der Welt. Ich habe tatsächlich noch nie was anderes gemacht. Ich habe mit Badminton angefangen, bin dabei geblieben und es macht super viel Spaß und hält auch fit. Es trainiert über 300 Muskelgruppen und man kann sich einfach voll auspowern und das brauche ich. Wir sind ja letztes Jahr aufgestiegen in die Regionalliga und für uns ist das oberste Ziel, dass wir da punkten können, dass wir als Aufsteiger da wirklich mithalten können und logischerweise dann auch die Klasse halten und noch ein Jahr in der Regionalliga spielen können. Persönliche Ziele habe ich, dass ich vielleicht mal irgendwann Bundesliga-Badminton spielen kann oder auch mal Top-Platzierungen bei den Deutschen erzielen könnte. Das wäre schon ein Traum für mich. Für mich persönlich sind die Ziele, auf den deutschen Meisterschaften in Bielefeld 2019 wieder teilzunehmen. Meine sportlichen Ziele für mich persönlich sind eigentlich, in der Regionalliga alle Einzel zu gewinnen und so viele Doppel wie möglich. Beim Punktspiel, wenn die beiden Mannschaften da sind, dann wärmt sich jede Mannschaft auf. Und wenn es dann losgeht zu der Uhrzeit, wird jede Mannschaft kurz vorgestellt. Wir spielen zwei Herren Doppel, ein Damen Doppel und drei Herren Einzel und ein Damen Einzel und ein gemischtes Doppel, sodass 8 Spiele gespielt sind und dann am Ende entscheidet sich, wer hat die meisten Spiele gewonnen. Disziplin, Charakter, Wille und Zusammenhalt. In jeder Situation, auch wenn wir mal am Boden sind, auch wenn wir mal absteigen oder aufsteigen, wir halten immer zusammen und jeder hilft den anderen. Dann macht es auch doppelt so viel Spaß, wenn man dann wirklich die Punkte holt und gemeinsam feiern kann. Das haben wir jetzt auch gemerkt, nachdem wir aufgestiegen sind. Da ist es ganz, ganz wichtig, dass man füreinander da ist und auch wirklich aufeinander vertraut. Wir weigern uns, einen Schlachtruf zu machen und wir weigern uns auch, uns in den Kreis zu stellen und uns zu umarmen. Ich glaube, das ist tatsächlich das, was uns auszeichnet, dass wir genau sowas nicht machen, sondern dass wir einfach wir sind, egal wo wir gespielt haben, in welcher Liga wir gespielt haben, und es ein bisschen anders machen als andere Mannschaften.